Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um die drei Top- und auch die drei Flop-Aktien in meinem Depot für dieses Jahr. Wir schauen uns das Ganze mal kurz an. Und ohne große Umschweife würde ich sagen, starten wir gleich. Das Börsenjahr ist jetzt fast rum. Wir haben jetzt den 19. Dezember und da würde ich mal sagen, jetzt können wir tatsächlich mal einen Strich drunter ziehen, schauen, was ist richtig gut gelaufen, was weniger gut gelaufen. Und fangen wir doch gleich mit meinem ersten Wert an. Das ist die DIC Asset mit 74% plus. Das ist schon richtig, richtig ordentlich. Die Aktie seit dem Kauf hat sie sich eigentlich relativ lange seitwärts bewegt und ist jetzt so in den letzten 3-4 Monaten hat sie so eine Dynamik bekommen und ist jetzt auch entsprechend nach oben ausgebrochen. Richtig toller Wert. Dividendenrendite auch so 4% etwa. Habe die Aktie jetzt schon knapp ein anderthalbes Jahr, werde da auch, denke ich mal, wieder eine Dividendenerhöhung sehen. Also das sieht alles sehr, sehr gut aus. Die haben sich die haben fusioniert, da sind zusammengegangen mit einer anderen Immobiliengesellschaft. Die DEC Asset ja besonders auf Gewerbeimmobilien spezialisiert und dann nochmal insbesondere auf Büroräume. Das ist gerade in den Boomstädten ist es eine hohe Nachfrage. Die Nachfrage ist höher wie das Angebot, ergo ist auch da der Immobilienmarkt, wenn er auch in anderen Bereichen vielleicht auch überhitzt ist und überteuert ist, da ist also immer noch ein Trend, ein Aufwärtstrend zu erkennen und da kann man auch durchaus immer noch Gewinne ziehen draus und ich denke mal auch nächstes Jahr wird da die DEC Asset tatsächlich auch noch gute Gewinne weiterschreiben. Ich denke mal, die Aktie wird mir weiterhin Spaß machen. Als kleine Zusatzinfo noch hinten angefügt bei der DEC Asset, da sollte man sich mal gucken, auf irgendwelchen Finanzwebseiten entsprechend, das sind massiv Insiderkäufe in den letzten Tagen und Wochen gelaufen. Anscheinend gibt es da Leute, die da vielleicht eventuell etwas mehr wissen oder auch zumindest mal wissen, dass es langfristig sehr, sehr gut aussieht für die Entwicklung des Unternehmens. Sonst wären diesen Maßstäben, diesen Größenordnungen, diese Insiderkäufe vermutlich nicht so vermehrt aufgetreten. Also da scheint es richtig, richtig gut zu laufen. Ich blende euch das Ganze ein, kurzer Screenshot. Ansonsten schaut da einfach mal selber nach. Ist vielleicht eine Variante, wo man mal schauen kann, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Kommen wir nun nur zu Nummer 2, da muss ich mal gerade spicken. Ebenfalls ein Unternehmen aus dem SDAX, also die kleinen Indizes und einige Werte aus den kleinen Indizes scheinen dann doch deutlich besser gelaufen zu sein. Die Rede ist von der CEBE Stiftung. Auch ein toller Wert. Ihr kennt das ja, diese CEBE-Fotostationen, die man auch bei etlichen Drogeriemärkten kennt. Da bin ich ja auch schon eine Zeit lang investiert. Dividendenerhöhung dieses Jahr ist 10. Mal in Folge. Und die Aktie war am Anfang des Jahres richtig stark unter Druck gekommen. Also im Dezember letzten Jahres halt richtig runtergeprügelt worden. Ja, da hat man schon wieder Angst vor einer Rezession. Und das ist ja auch zum Teil ein zyklischer Wert, ganz klar. Bei Fotos wird man dann, wenn es mal richtig hart auf hart kommt, eher mal sparen. Aber trotz allem ein sehr rationales Management, nicht große Schuldenexzesse, die sind da sehr, sehr gut dabei. Die Mitarbeiter werden mit Aktienoptionen auch bezahlt. Somit weiß jeder der Mitarbeiter, dass er hier am langfristigen Unternehmensgewinn mitbeteiligt wird über die Aktien. Also ganz, ganz tolles Unternehmen, ganz bodenständiges Unternehmen vor allen Dingen. Und die sorgen nach wie vor für stabiles Wachstum. Jetzt sind sie richtig durchgebrochen, wie gesagt, mit 73%. Anfang des Jahres waren wir so bei 61, 62 Euro, also das ist richtig, richtig gut gelaufen. Muss man jetzt mal schauen, jetzt ist die Aktie wieder im Verhältnis vielleicht wieder ein Stück weit zu teuer. Deswegen habe ich jetzt da auch nicht nachgelegt, habe dann aber auch tatsächlich dann, vielleicht nicht alles so gesehen, dass ich jetzt sagen könnte, ich steige ein bisschen früher nochmal ein oder lege nochmal nach. Dann hätte ich natürlich den Kursanstieg noch ein bisschen besser mitnehmen können. Aber so freue ich mich trotz allem über 73% Kursanstieg. Plus, wie gesagt, die Dividende, die ist hier mit inkludiert. Auf Platz 3 folgt mit einigem Abstand, aber trotz allem mit einer ganz tollen Kurs- und Gewinnentwicklung die Münchner Rückversicherung. Die steht jetzt bei 44% plus bei mir im Depot. Anfang des Jahres standen wir bei 190 Euro. Jetzt ist die Aktie so bei 260 Euro gelandet, also auch da richtig, richtig gut, auch nochmal eine Dividendenerhöhung dazu bekommen. Wird auch, denke ich mal, ich wüsste nicht, dass da jetzt große Kosten dieses Jahr auch auf die Münchner Rück zugekommen sind, also wird es auch da, denke ich mal, im nächsten Jahr wieder eine Dividendenerhöhung geben. Ganz, ganz tolles Unternehmen.
kann man langfristig dabei bleiben, das werde ich auch tun. Ach, freudscher Versprecher. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns mal an, nach all den Lobesgesängen, da kommt nämlich dann eine ganze Zeit nichts mehr, da sind wir so bei, ja doch, 38% habe ich da noch drin, 33%, 32%, das ist alles ganz cool, das schauen wir uns dann im Jahresüberblick noch einmal an. Das Video wird dann nächste oder übernächste Woche kommen, wenn dann wirklich die Börsen geschlossen sind und das Jahr komplett gelaufen ist, dann schauen wir uns das nochmal an. Ansonsten, ja, vieles, was eigentlich okay ist, wo man Haken drunter machen kann, 17-15%, auch ein paar Werte, die auch vielleicht frisch im Sparplan gelaufen sind, bei 5%. Und dann geht es jetzt aber langsam in den roten Bereich und wir schauen uns an den stärksten Flop. Was ist richtig, richtig schlecht gelaufen? Ja, tatsächlich ist es so, die Cisco Systems ist bisher der schlechteste Wert, den ich im Depot habe, ist aber auch kein großer Beinbruch. Ja, wir haben hier 150 Euro als Depotwert jetzt im Moment in diesem Wert drinstecken, da es ja ein Wert ist, den ich erst vor kurzem im Sparplan über die Consorsbank angefangen habe zu besparen. Von daher tut mir das nicht sonderlich weh. Die Aktie steht bei minus 19,10%. Da hilft auch die kleine Dividende noch nichts. Die fällt ja auch noch nicht sonderlich groß ins Gewicht. Langfristig bleibe ich natürlich bei Cisco Systems weiter investiert und bespare natürlich monatlich bei fallenden wie bei steigenden Kursen hier regelmäßig meine festen Beträge. Und Cisco wird natürlich weiterhin durch Digitalisierung immer mehr Kommunikationsteile, Internet der Dinge, wird weiterhin profitieren. Deswegen ist da die langfristige Wachstumsprognose, denke ich, absolut intakt. Das wird weiter funktionieren. Deswegen bleibe ich in dem Wert drin. So, was ist auch nicht so gut gelaufen? Das ist die McDonald's. Ja, die McDonald's ist teilweise richtig, richtig heiß gelaufen. Und das war gerade so, ja, kurz bevor ich angefangen habe, auch diese Aktie im Sparplan zu besparen, lag dann irgendwo bei 200 Euro fast. Ist jetzt runtergekommen auf 176 Euro, also da auch relativ starker Verlust. Da sind wir bei jetzt minus 11%. Kann ich mit leben, auch langfristig gesehen. McDonald's gibt es schon so lange. Die entwickeln sich auch weiter. Wir haben die Bestellterminals, die eigentlich, wenn ich denn mal im McDonald's bin, durchaus richtig gut angenommen werden von den Leuten. Am Anfang hat es erst noch gedauert, da sind die Leute dann doch eher an den Tresen gegangen. Da ist ja in der Regel nur noch eine Kasse, die von Kassenpersonal bedient wird, maximal noch zwei. Der Rest läuft über die Terminals, das Essen kommt an den Tisch. Das läuft in den meisten Fällen ganz gut. Man muss natürlich Abstriche machen. Es ist ein Franchise-Betrieb, im Großen und Ganzen sind das private Franchise-Nehmer und da kann es auch tatsächlich Qualitätsschwankungen geben, was Wartezeit betrifft, etc. pp. Also da nicht alles pauschal sagen, ja, ich kenne meinen McDonald's hier um die Ecke, der ist richtig schlecht, da möchte ich nicht investieren. Im Großen und Ganzen läuft das alles in guten Bahnen, wenn jetzt auch die Umsatzzahlen nicht ganz so toll waren und auch entsprechend dann McDonald's ein bisschen runtergekommen ist. Ja, und dann haben wir noch die Unilever-Aktie. Die ganze Zeit eigentlich so plus minus null rumgefahren. Jetzt kam nochmal ein neuer Chef. Und der hat jetzt einfach mal so ein bisschen die Wachstumsprognosen nach unten korrigiert. Geht jetzt sehr, sehr konservativ an die Sache ran, geht also von geringen Wachstumsraten aus. Das hat die Anleger verschreckt. Entsprechend ist die Aktie an einem Tag um 5 oder 6% gefallen. Ja, ich bin diese Bewegung jetzt auch mitgegangen. Stehe unterm Strich auch ziemlich genau bei 6% minus, knapp 7% fast. Kein Problem. Unilever, ein absoluter Weltkonzern, ganz, ganz stark in den Emerging Markets. In den ganzen Entwicklungsländern, geht nach Bali, ja, da bekommt ihr Artikel von Knorr. In vielen anderen südasiatischen Räumen gibt es es auch. In Mexiko bekommt ihr Knorr. Also da ist die Wachstumsstory auch noch intakt. Die sind da überall drin. Und wenn es da bei dem Aufschwung weitergeht und da mehr Bedarf an westlichen Produkten eventuell da ist, dann wird es auch für Unilever weitergehen. Ja, das ist ein Buy-and-Hold-Titel, der ist sehr, sehr breit aufgestellt. Das bleiben wir also drin. So, jetzt noch ein kleiner Fun-Fact, neben meinen Aktien, ja, was ist denn auch nicht so gut gelaufen? Naja gut, war wohl kein perfektes Timing. Mein Bitcoin-Investment, jetzt haben wir gestern auch nochmal so einen richtig tiefen Kursrücksetzer gehabt auf knapp 6.100 Euro. Jetzt sind wir wieder auf 6.400 hochgelaufen, das ging relativ volatil jetzt hier. Da stehe ich jetzt bei minus fast 26%, aber wie gesagt, eine kleine Stückelung ist jetzt die zweite Sparplanausführung, also das mache ich ja manuell. Die Überschüsse aus P2P laufen jetzt mal in Bitcoin rein. Mal gucken, ob diese Spekulation da wirklich durchgeht oder ob ich mich da so ein bisschen in die Brennnessel reinsetze. Das ist ein bisschen schwieriger wie bei Unternehmensgewinnen und Co. Da kann man sagen, okay, da wächst was, also sind wir auf dem richtigen Dampfer. Beim Bitcoin ist es ja doch mehr
ein bisschen ins Grüne spekulieren. Aber ich habe ein Szenario im Kopf, denn und das werde ich jetzt erstmal abwarten und dann entsprechend entscheiden, ob wir dann die Position mal glatt ziehen im nächsten Jahr. So, das war's auch schon. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich versuche bis dahin noch eine Aktienanalyse fertig zu machen, eben zu der CB-Stiftung. Ganz tolles Unternehmen, bekommt man aber relativ wenig Infos oder Aktienanalysen habe ich da bisher auch noch keine groß gesehen. Zumindest mal nicht in der Masse. So die Standarddinge wie Allianz und Co., das ist ja doch öfter mal schon mal präsentiert worden. Die CB-Stiftung bisher anscheinend nicht. Deswegen möchte ich mir die Aktien nochmal genauer anschauen und schauen wir uns auch die Fundamentaldaten an. Aber das in den kommenden Videos. Ich hoffe, das bekomme ich bis nächste Woche noch hin. Ansonsten bleibt gesund. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Vor allen Dingen, wir sehen uns inzwischen nicht mehr. Schöne Feiertage und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Bye, bye.